Seit dem Jahr 2000 gibt es die Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten, kurz FRED genannt. Durch die FRED-Kurse können Jugendliche einer Jugendstrafe entgehen. Seit 2007 wurde das Programm von der LWL-Koordinationsstelle Sucht in 17 europäische Länder exportiert. Auf einer Fachtagung in Münster trafen sich nun FRED-Projektmanager und Drogenberater aus ganz Europa. Bei FRED handelt es sich um eine kurze Intervention bei Jugendlichen, die mit ihrem Rauschmittelgebrauch auffällig geworden sind. Die Inhalte behandeln das Thema Sucht und Drogen. Was habe ich für einen Konsum? Wie riskant ist dieser Konsum? Auf der anderen Seite befassen wir uns aber auch mit der Frage, welche Gesetze gibt es in diesem Bereich und welche Hilfsmöglichkeiten gibt es auch, wenn man weitergehende Unterstützung benötigt vor Ort. Insgesamt haben im Rahmen des europäischen Projektes bislang etwa 1300 Jugendliche das Angebot angenommen, sich in Gruppengesprächen mit ihrem Alkohol- oder Drogenkonsum auseinanderzusetzen. Marcel ist einer der Teilnehmer. Er möchte unerkannt bleiben. Mit 17 war er das erste Mal mit Cannabis in Kontakt gekommen. Auf einer Party wurde ihm die Droge angeboten. Es war bei mir zu Hause in der Garage. Da habe ich meine Party gefeiert und da, ich glaube, das war auch das erste Mal, wo ich so richtig mit der Droge in Berührung gekommen bin. Da haben halt ein paar Freunde oder Freunde von Freunden, besser gesagt, was mitgebracht. Und da habe ich halt ein paar Mal dran gezogen. Regelmäßig am Wochenende und in den Ferien drehte er sich Joints. In diesem Jahr wurde Marcel von der Polizei beim Rauchen erwischt und anschließend ins FRED-Projekt vermittelt. Dann habe ich eine Anzeige bekommen und ja, dann musste ich halt an dem Kurs teilnehmen. Sozusagen als Gerichtsauflage, dass das Verfahren eingestellt wird. Viermal besuchte Marcel den FRED-Kurs in dieser Beratungsstelle. Früh genug für ihn, um nicht in eine Abhängigkeit zu stürzen. Auch Martin bekam eine Chance. Er wurde an einer Bushaltestelle mit Cannabis gefasst. Dank FRED entging der 18-Jährige einer Strafe, wie zum Beispiel Sozialstunden abzuleisten. Der FRED-Kurs ist dann so abgelaufen, man hatte ein Vorgespräch mit einer Leiterin, ich jetzt auf jeden Fall, das hat dann eine Viertelstunde gedauert. Dann sollte ich auch erstmal erzählen, warum ich hier bin, was ich hier machen soll, also was ich gemacht habe. Nach dem Gespräch gab es dann einmal die Woche über 4 Wochen hinaus 4 Treffen in einer Gruppe von, wir waren jetzt 8 Leute, das hat dann 2,5 Stunden gedauert. Und dann haben wir beim ersten Mal erstmal so einen Kennenlerntag gemacht und dann da irgendwann mit dem ganzen Programm gestartet. Sprich, wir haben Informationen bekommen über verschiedenste Drogen, also nicht nur über Gras, auch über Alkohol, Kokain und sowas. Wurden dann halt über die Risiken aufgeklärt, über die Wirkungen, Nebenwirkungen und all sowas. Als Interventionsprogramm wurde FRED in 17 Staaten exportiert und weiterentwickelt. Carlo Barton aus Limburg in Belgien hat 120 Jugendliche im letzten Jahr betreut und das Modell für seine Region angepasst. Es gibt ein wichtiges Unterschied, glaube ich, und das ist, dass wir die Eltern von Anfang mit einbedingen. In Belgien ist das so, wenn ein Junge minder dann 18 Jahre ist, dann soll man die Eltern bei Intake auch einladen. So, das Erstgespräch ist immer mit jungen Leuten und ihren Eltern. 80 Drogenberater und Experten konnten sich auf dem Kongress in Münster an Ständen und in Vorträgen über die Ergebnisse der einzelnen FRED-Standorte informieren. Ich glaube, das Besondere ist, dass man junge Teenager erreichen kann, wenn sie gerade das erste Mal Drogen und Alkohol konsumieren und alles noch in einem romantischen Licht sehen, sagen, einmal ist doch kein Problem. Wenn wir FRED nicht hätten, würden sie vielleicht weiter konsumieren, aber jetzt können wir sie schon gleich am Anfang erreichen. Für Teilnehmer Marcel ein Warnschuss mit Wirkung. Ich würde es auch jedem empfehlen, dahin zu gehen, auch wenn man nicht gepackt wurde oder wenn man sich allgemein mal über die Droge informieren will. Dann sollte man auf jeden Fall dahin gehen, weil es sehr ratsam ist, über sowas Bescheid zu wissen. Und das sind schon sehr gute Informationen, die da liefern. In Westfalen-Lippe nehmen 21 in ganz Deutschland 150 Beratungsstellen an FRED teil.
Interessierte erhalten Informationen bei der LWL-Koordinationsstelle Sucht in Münster.